Hallo und herzlich willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit der Bürgerbewegung Pro NRW. Und wir starten direkt los. In der Folge 2 in 10 Wochen sind die Landtagswahlen in Bayern. Wir hatten ein extrem gutes für unsere Verhältnisse Ergebnis bei den Bundestagswahlen. Ja, also machen wir einfach mal hier los. Haben jetzt schon gleich 400 Mitglieder. Ja. Ich spare hier mal diese 10 Euro pro Woche. In 6 Wochen sind Bayernwahlen. Schon wieder der Helator. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass der uns hier gute Publicity macht. Ja, ist doch toll, dass er hier sowohl in Bayern als auch in Hessen antritt. Landtagswahlen in Bayern. Ja, Freiwähler. Ja. Und? Ja. Mal landen die hier besser, weil die, naja, ne? Was? 0,05% haben wir gleich gekriegt. Und die Piraten fast den Einzug geschafft. Die AfD erstaunlich schwach. Ja, 0,05%, das ist ordentlich. Und die CSU hat ihre absolute verloren. Das schreit nach einem Bündnis mit den Freien Wählern. Wieland Kleber ist tot und die Wahlkampfpauschale in Hessen haben wir bekommen. Die werde ich dann später für NRW verwenden. Tut mir leid, Hessen. Koalitionsverhandlungen. Das sieht doch eher nach einer GroKo aus. Null steht weg. Null, das hatte ich glaube ich noch nie. Das ist sehr, sehr, sehr selten. Ich hätte das jetzt für das Wahrscheinlichste gehalten, aber dann ist wohl hier die GroKo wahrscheinlicher. Neues Thema in den Medien: 1-Euro-Jobs für Arbeitslose und eine Parteispende. In Hessen stehen wir bei 0,06%. Ja, für den NRW-Partei ist das ganz ordentlich. Moment. Neues Thema in den Medien. Also automatisches Sorgerecht für Väter sind wir dagegen. Eurojob für Arbeitslose sind wir dafür. Beitragssatz zur Krankenversicherung. Notieren wir mal. Die Parteizeitung erhöhen wir. Nochmal im ganzen Land etwas Werbung. In Hessen sind in 2 Wochen Wahlen. Ich habe da ja dieses bisschen Flyer-Verteilen geholfen. Vielleicht schaffen wir es auf 0,1%. Das wäre schon ein Riesenerfolg für unsere Partei. In Hessen schafft es die SPD als stärkste Kraft. Die FDP schafft den, es müsste der Wiedereinzug sein, nicht. Ja, das war höchstwahrscheinlich der Wiedereinzug, Machtwechsel. Zumindest von der stärksten Kraft. Das wird entweder rot. Na, das Wahrscheinlichste wäre jetzt eine rot-grüne Koalition. Das ist nur ein Viererparlament. Das ist übrigens im Politik-Tycoon eine Rarität. So viele Mitglieder. Kommt ja schon fast an die realen Zahlen ran. Yannick Elatron und nochmal Yannick Elatron. Wahl im Saarland in 11 Wochen. Mache hier aber noch ein paar in NRW. Zwölf Wochen. Pass. Oh. Ah, kommen jetzt Mitglieder rein. Junge Regierungsparteien. SPD und CDU. Das ist jetzt unrealistisch. Ja, Rot-Grün oder Rot-Rot möglich ist oder. Naja, ne? Beitragssatz Rentenversicherung anheben. Okay, reduzieren. Ich weiß immer nicht, wie rum das gemeint ist. Kann man zwar auch nachgucken, aber ist jetzt auch egal. So. So sieht das doch schön aus. Würde es für eine Partei, die sich sehr rechts im Spektrum wiederfindet. Warum zum Geier haben wir fast 2% in NRW?
im Saarland. Also Hashtag ist das saarländische NRW. Nee, NRW, NRWlische Saarland oder so ähnlich. Ja, Geld hätten wir gerne gesenkt. Das ist fast unmöglich. Linke, ja, das wird ja schon angenommen. Also in der Realität finde ich das jetzt schön. Wir als Bürgerbewegung Pro NRW sagen aber natürlich, dass das nicht tolerabel ist, dass das erhöht wird. Wo ist jemand in den Medien eingesetzt? Soldaten. 3 Wochen sind die Wahlen. Ach komm. Was dann so billig ist, ich weiß gar nicht, ob ich. Ja, kann ich finanzieren? Ah, ich möchte die 2% einfach schaffen. Ja, 1,69%. Ach, du Scheiße. Uhuhu, Screenshot. Moment. So. Weiter. Ach du Scheiße, ja, das gibt direkt auch einen Screenshot. Ein tolles Drei-Parteien-Parlament. Das findet doch jeder gut. Ne, wir machen einfach mal weiter. Neues Thema wird diskutiert, die Strafmündigkeit in 13 Wochen sind dann schon Sachsenwahlen. Wenn die jetzt auch für NRW sind, würde mich das stark wundern. Sind in 13 Wochen Wahlen? Wie sieht es eigentlich mit unserem Geld aus? Was haben wir auf dem Sparbuch? Ach, wir haben also. Sorry, das war dann das freie Federspiel anscheinend. Mein Sparbuch. Da können Sie mir nicht einfach so Geld geben. Moment, wie ging das nochmal? Ach ja, wen wählen Sie eigentlich? Die Grünen. Das ist immer anders. Ich mit Ihnen sprechen. Bitte beraten Sie mich. Kurz vor der Pleite, wenn Sie kurz vor der Pleite stehen, sollten Sie es mit einem Kredit versuchen. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich brauche Geld. Einfach Kohle ohne Frage stellen. Oh. Naja, das Hausverbot ist nicht dauerhaft, das dauert nur ewig. Wie man in meinem AfD-Let's Play sehen kann. Oh, ist das so? So ungefähr würde ich das jetzt auch in der Realität einschätzen, wenn es jetzt schwarz-rot mit den Pinken wird. Mit den Pinken? Linken. Nur weil die pink sind. Also es ist nicht, dass ich auch die Pinken heißt. Die Pinken. Und die Pinken, wie stark sind denn eigentlich die Pinken im Bundestag? Ach, die Pinken sind, naja, ne? Oh, ich kann mal wieder in meiner Zeitung hier ein bisschen rumwerkeln. Kleine Spende, das finde ich zu freundlich. 5 Wochen sind Sachsenwahlen und da stehen wir mit 0,24% erstaunlich gut da. Mitglieder wieder, ja. Gut. Wahlkampfpauschale wieder, diesmal aber von Thüringen und wir machen direkt weiter mit den Sachsenwahlen. Das ist jetzt natürlich uninteressant, weil noch nicht die NRW-Wahlen waren. Ja, uns braucht es da nicht zu sehen. Ich mag immer den sonstigen Balken gerne. Ja, die AfD in Sachsen erstaunlich schwach tatsächlich. Und die Piraten sind in Sachsen eingezogen. Haben echt zu viel Geld.
MPD auch erstaunlich schwach. Ansonsten, ja, passt das. FDP sollten vielleicht noch ein bisschen stärker sein. CDU stärker als die Linken, aber sonst passt das eigentlich. So, das für eine Koalition. Rot-Rot vielleicht, passt das? Nee, nee, passt nicht. Dann Rot-Rot-Grün vielleicht. Oh, eine GroKo ist nicht möglich. Das ist natürlich nicht schön. Rot-Rot-Grün oder Pink. Also Rot-Rot-Orange vielleicht. Oder hier Schwarz-Blau-Rot. Kann ich nicht so einschätzen. Hier ist irgendwie nichts richtig realistisch, außer vielleicht eben Rot-Rot-Grün. Landtagswahl in Thüringen. Ah, räumen die Linken auch ab. Die stellen auch momentan die Ministerpräsidentin. Wir stehen hier mit 0,39% da. Viel witziger ist es aber der Minderheitenbund. 0,00%. Die haben wohl noch nicht wirklich Werbung gemacht. Strafmündigkeit heraufsetzen. Nee, herabsetzen. Kindergeld senken, Wehrpflicht wieder einführen, also wieder einsetzen. Wehrpflicht gibt es ja immer noch, ist nur ausgesetzt. Ja, Pink, Rot, Orange. Hätte ich jetzt auch als relativ realistisch eingestuft, aber am realistischsten sehe ich hier Rot, Rot, Grün. Und tatsächlich Schwarz, Rot, Blau. Wird es in der Realität nie geben, aber wenn man jetzt mal außen vor lässt, dass die AfD unbeliebt ist bei den anderen Parteien, ob zu Recht oder nicht. Kommentiere ich gleich. Ob zu Recht oder nicht. Sie haben doch schon in vielen Punkten ähnliche Ansichten. Die AfD in manchen Punkten der Union und in anderen Punkten mit der SPD. In anderen Punkten stehen die komplett alleine da. Regierungsparteien. Das ist wohl die unrealistischste Koalition, die es hätte geben können. Außer dass man vielleicht die CDU durch die Linken austauschen könnte oder sowas in der Art. CDU, AfD, Grüne und Piraten regieren nun in Sachsen. Ja, immerhin bleibt der Ministerpräsident gleich. Die Frau Astrid Bauerfeind. Also die Partei, die den Ministerpräsidenten stellt, meine ich natürlich. In Brandenburg tritt auch Herr Elatron an. Dann machen wir hier einfach schon mal 800 draus. Und fahren wir fort. Folge ist auch gleich vorbei. Ach du Heiliger. Folge ist auch gleich vorbei. 1400 vielleicht. In dieser Woche sind die Landtagswahlen in Thüringen. Ich sehe uns da auf dem zweitletzten Platz in Anbetracht der Tatsache, dass der Minderheitenbund auch schlecht in den Umfragen steht. Regierungskoalition. Rot-Rot vielleicht? I don't know. Ja. Ich habe gerade gleich drei Bilder jetzt für Thumbnail. Da kommen auch drei Bilder aus Thumbnail drauf. Schnell mal abgescreenshottet und schon geht's weiter. Das ist ein großes Parlament. Das ist rot-grün. So ein rot-grün. Nein, das ist nicht möglich. Dann wird das rot-rot. Oder es wird rot-grün-orange. Oder es wird schwarz-rot-grün-blau oder orange. Das ist irgendwie wenig realistisch. Außerdem dieses Rot-Rot. Rot-Grün meine ich. Rot-Rot-Grün war das jetzt? Ach, ich hab schon wieder vergessen. Subvention, ja, das unterstützt die Pro-NRW. Bürgerbewegung Pro-NRW. Und nach den Koalitionsverhandlungen werde ich diese Folge beenden. Die AfD dagegen und die FDP dafür. Okay, also wurden die Subventionen deutlich gesenkt. So kann Deutschland auch mal Gewinn machen, sonst geht das ja nicht alles mit komplett asozialer Politik. Halt konservativ. Ich sag damit nicht, dass konservativ asozial ist. Nicht falsch verstehen hier. Geht dumm teilweise Hand in Hand.
Sitzen? Ja. Das ist nicht liberal. Ich bin aber doch auch konservativ. Du hättest immer Volljährigkeit und ein positiver Bericht. Ja, das ist immer meine Partei unwahrscheinlich. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Werden wir jetzt vielleicht noch auf 0,5% kommen und die NPD überholen? 6 Wochen sind Landtagswahlen in Brandenburg. Aber hier erstmal Koalitionsverhandlung. Und ja, diese Koalition habe ich ja, meine ich, auch als realistisches eingestuft. Diese beiden hier. Hier, diese hier. Naja, der Realität müssen die sich entscheiden. Da würden die sich, glaube ich, auch für das erste hier entscheiden. Schau ich, dass die hier doch so tief ist. Diese hier, aber ja, zumindest tiefer als pink-schwarz. Linke grüne Piraten, genau. Ministerpräsident wird Stefan Foggert von den Linken. Und mein Ministerpräsident ist gerade das Ende der Folge. Alias Armin Laschet. bald hier jemand von Pro NRW. Landtagswahlen Brandenburg, wie sieht das so aus? Haben wir hier ein Prozentchen? Nö, aber ja. Ach ja, habe ich am letzten Mal schon geschaut. So. Ach komm, die machen wir schnell noch. Wird etwas Überlänge. Ich möchte das jetzt aber sehen. Und da gibt es gleich Cliffhanger, was die Koalitionsverhandlungen sind. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Außer es ist sowieso schon klar, was ist. Oh gosh. Rot, rot. Rot, rot. Rot, rot, rot. Die Freien Wähler haben es in Brandenburg wieder reingeschafft. Die Piraten sind nicht ganz auf 5% gekommen. Die Bürger in Wut auch nur auf 4,5%. Die FDP 1,77%. Die 0,52%. Und wir haben es doch nur auf 0,35% geschafft. Das ist aber eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Keine wirkliche Änderung der Machtverhältnisse. CDU stark gesunken und Linke stark gestiegen. Ja. Waren die CDU stärker als die Linken, aber ansonsten hat sich hier nicht viel geändert. Jetzt verabschiede ich mich aber und sage Tschüss mit Üs. Hashtag ProNRW. Nee, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Wir wollen ja keinen Extremismus und Populismus fördern. Nicht wahr, Herr Hauer ist dieser Typ hier, der zweite von unten. Zweite, ja, zweite von oben, meine ich natürlich. Tschüss.